Mit Toten spielt man nicht. Hey, Irrsinn! Weg da! Miese kleine Necrochalis, ohne mich schmeckt ihr nicht! Hey, und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Dead Space 2, 93 Tobi. Und ich merke schon, so wie wir im ersten Teil durch die ganzen Textlogs und so weiter hier Informationen bekommen haben über die Ishimura, also dieses Arbeiterschiff, kriegen wir hier viel Informationen über die, über Unitology und ihren Clown, den sie hier vertreten. Wirklich mein... sollte ich das hier machen? Nö... Ich konnte das machen, keine Ahnung, ob mir das etwas gebracht hat. Das ist ja leider voll. Bitte was? Was mache ich hier? Ach so, das soll ich da einsetzen, damit die Tür aufgeht. Ah, I get it. So nicht. So nicht. Nö. Der Chovo hat gelernt. Ja, doch. Nimm die Mine. Autsch. Hallo, lass mich mal vorbei. Nö. Ich drücke, aber... Nimm die Mine. Dankeschön. Genau, das hier ist da. Hier will ich irgendwo die Security Suit finden. Alles klar, Achtung. Perfektes Timing und durch geht's. Wunderbar. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich eine Schraube locker habe. Yep. Alles klar, hier habe ich meine Speicherstation. Irgendwo hier in der Nähe, weiß ich, war die Security Suit, also das Schema dafür. Ich muss nur noch mal schauen, wo das ist. Alter, wie viele Speicherstände ich habe. Und los! Okay, ich gehe nochmal auf Nummer sicher, dass ich hier nichts verpasse. Nichts verpassen. Goodie. Lass mich raten, dass der im letzten Teil, weil es explodiert ist, lag daran, weil das einfach kein... Weil da explosiverer Stoff drin war, oder? Wenn ich mich... Da soll ich nicht rein... Da war's gewesen. Jawohl, Anzug Level 4. Nicey. Vielleicht man Sachen hier übersehen kann, ganz ehrlich. Darf ich das bitte runterholen? Ich will Gäste haben. Zum Geburtstag, viel Glück! Haha. Wahrscheinlich muss ich die mir wahrscheinlich auch noch selbst kaufen. Den Anzug und deshalb... Lieber jetzt geholt. Kann ich nachladen? Klickeri du und raus bist du. Danke. Wie sieht's mit meinem Inventar aus? Genau, hier habe ich... ich sehe nichts, kann nicht lesen. Plan für Sicherheitsanzug. Bringe diesen Plan im Shop, um den Sicherheitsanzug freizuschalten. Yes! Munition. Doch, ein bisschen Knabbel. Uiuiuiui. Naja, besser als gar nichts. Okay. Gut, da muss wieder mein Mechanikerkniff ran. Sonne, öffne dich. Dankeschön. Ich hoffe wirklich, dass es ein sicherer Ort ist, dass hier kein Nekromorph keinerlei reinkommt. Nicht mal klein, aber ich kann mich hier überhaupt nicht verteidigen. Ja, super. Hätte ich nicht halten können, was, bis ich draußen war. Ich drücke. Isaac,
Ganz ehrlich, Illusion oder nicht, wieso hast du deinen Helm abgenommen? Gut, das war wahrscheinlich eine dieser stärkeren Illusionen, wo er sich selber getötet hätte, hä? Energieknoten erhalten, 2 Stück, Baby. Und Credits, und nicey dicey, wie viel habe ich denn? Ah, fast 2000, das sollte, denke ich, dann reichen, wenn ich mir diesen neuen Anzug holen will. Man muss ja gut angezogen sein, wenn man hier auf einen Ball geht oder irgendwas in der Art. Ball. Das sieht mir eher aus wie ein Ball der Vampire. So viel Blut wie hier ist. Wo soll ich lang? Moment. Speicherstation, eine Aufgabe. Hier lang, dann schaue ich erstmal, was da ist. Achtung, Feuer, frei. Der fehlt. Wieso treffe ich nicht? Aha, jetzt, gut. Bitte was? Indoktrination, Bibliothek der Einheit, Ostfoyer. Nimm das Schild. So viel zu finden, so viele Arten zu sterben. Ach so, jetzt bin ich hier einmal außen rum gelaufen. Okay, war ich da drin schon gewesen? Ja, von da bin ich gekommen. Alles klar, gut. Ach so, natürlich, ist ja klar, ich habe hier die Sicherung kaputt geschreddert. Das heißt, ich habe jetzt mir wieder eine Abkürzung gebaut. Alles klar. Ich bin wirklich hier ein Hasenfuß. Man weiß halt nie, was das sein kann. Was hier rumfleuchen könnte. Wer schreit denn hier so? Da unten ist irgendwas. Und ich will das, was da liegt, haben. Danke. Dankeschön, sehr schöne Sachen. Okay, ich sehe blutige Batzer. Aber sonst sehe ich... Ich habe definitiv was gehört. Wahrscheinlich verstecken die sich. Die denken sich, nö, nö, nö. Okay, ich muss dahin. Verdammte Kiste, verdammte Kiste. Ach, was wird da unten auf mich warten, hä? Ich sehe nichts. Aber ich höre was. Wieso hört sich das an wie ein Dinosaurier? Ich halte mal meine Stase bereit. Das ist mir echt unheimlich. Ich sage euch, die Tür wird zugehen. Und irgendwas wird hinter mir auftauchen. Ich hab's gewusst. Ich bin ausgesperrt. Etwas ist in der Kirche. Es hat die Tür aufgebrochen. Halten Sie durch, ich versuche alle Tore in der Gegend zu überbrücken. Hier draußen ist auch etwas. Ja, nur wo? Hoffentlich habe ich jetzt keine Frame-Einbrüche. Wo soll ich lang? Oder kommt das, was ich höre, zu mir? Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das gefällt mir gar nicht. Wo soll ich lang? Dana? Oh Gott, ich bin hier mit irgendwas eingesperrt. Huh.
Na du? Kommst du raus zum Spielen, oder? Spielen die hier verstecken oder was? Okay. Die warten also, das sind sowas wie Hunter. Das sind sowas wie Jäger, die spähen um die Ecke, um zu gucken, man sieht. Eieiei. Nein, so wird der Jäger wird zum gejagt, mein Freund. Alles klar, alles klar. Die sind ein bisschen. Hat er gerade seinem Kumpel gesagt, hallo, komm mit? Er hat wahrscheinlich gesagt, komm du um die Ecke. Ich lenke ihn ab. Okay, jetzt wird mir die Munition ein bisschen knapp. Habe ich dich erwischt, was? Das war gut gewesen. Um die Ecke erwischt. Lena, sind Sie da? Isaac, ich kann den Aufzug nicht freigeben. Können Sie bei sich irgendwas machen? Mal sehen, was Sie machen. Okay, sobald Sie durch sind, gehen Sie durch den Beisetzungsflügel und runter in die Krypta. Ganz wichtig ist, dass Sie nicht... Nein, nein! Ach Gott, kann ich nicht sehen! Wahrscheinlich, dass ich nicht drauf gehe, oder? Oioioioio. Achso, ich habe einen Starterpack, glaube ich, aufgehoben. Das ist jetzt wirklich ein interessanter neuer Gegner. Der war schlau genug, erst um die Ecke zu schauen, ob ich auf ihn warte, im richtigen Moment zuzuschlagen und da dann scheinbar mit seinen Artgenossen hier kommuniziert. Sowas wie halt wirklich, hey, du komm rüber, lenk ihn ab, während ich ihn von hinten hier den Hals massakriere. Ja, echt, ich werde von dem nicht los. In Penumbra gab es auch ein Wesen namens Hunter. Wobei der, sage ich mal wirklich, der offensive Hunter war. Das war wirklich einer, so ein sehr hinterhältiger Hunter. Ja, schon interessant. Ein Monster, was seinen Verstand verwendet. Na, hoffentlich kommen jetzt keine Hunter von hinten. Hä? Au, achso, das war rot gewesen, stimmt. Rot ist schlecht, blau ist gut. Merkt euch die Haare. Jawohl. Nein. Alles klar. Na, dankeschön. Geht doch. Wo geht's lang? Ah, oh, genau hier. Wunderbar. Alter Falter. Achso, Moment, jetzt bin ich hier wieder oben. Ah, verstehe. Einmal. Dann tue ich halt nachladen. Dann kann ich die Munition nehmen. Dankeschön. Halt, kann ich es halt nicht nehmen. Ist in Ordnung. Wie sieht es mit meiner... Alter, oh. Pff. Was meine Plasmakarte-Energie angeht. Sehr mies. Gut, ich weiß aber zumindest, der Minenwerfer ist effektiv gegen die Hunter. Wenn sie sich um die... Wenn sie sich um die Ecke schleichen wollen, kommt eine Granate geflogen. Und dann das Ende im Gelände. Hier wird doch wieder auch was passieren, oder? Wo wäre der nächste Speicherpunkt? Wahrscheinlich ein bisschen weiter weg. Oh nein, verdammt. Boom, nimm die. Ratatat. Autsch. Und zack. Sehr effektiv gegen die Necro-Shadys, wenn ihr mich fragt. Lass die Leiche liegen. Mit Toten spielt man nicht. Hey, Irrsinn! Weg da. Miese kleine Necro-Shadys, ohne mich schmeckt ihr nicht. Hey, Alter. Dass du kannst dich anschleichen, was?
Ach, das war explodiert. Ich hatte mit meinem Gewehr gezielt, wollte stampfen, aber wenn ich ja jetzt die Leertaste drücke, setze ich eine Mine ein. Oh mein Gott, das ist mir... Ich habe mich also im letzten Teil selber gebombt. Das muss man auch erstmal hinkriegen, oder? Oh, ist mir das peinlich. Und so versammeln wir uns, liebe Brüder und Schwestern, um zu geloben der Dummheit des Chovos, der sich selber auf Beine hier die Fresse wegbombt. Du kannst zurückkehren, so viel du willst. Halbleiter Gold, das kann man fair. Der lebt. Ich kann ihn nicht nehmen, er lebt. Wieso kann ich eigentlich nur tote Sachen auf ihm? Oh. Wenn du deinen Marker so liebst, dann kannst du gerne mit ihm kuscheln. Wisst ihr was? Seien wir doch mal ganz fies. Guten Morgen, Schlafmütze. ich genieße das. Ach, wenn es so einfach wäre, alles mit Explosionen zu entfernen. Nicht wieder falsch verstehen, okay? Nicht wieder falsch verstehen. Ja. Hey, see you later, Alligator. This is the loading song, which isn't very long. So, oh, that is my name. Back now to the game, please do. Back now to the game, Chovo, yes, this is my name. Why does it take so long? I sing my loading song. Das ist wirklich eine lange Fahrt. Sogar einmal vor und zurück, der Loading Song hat's gebraucht. Sogar mehr als das. Aufgabe. Shop, Bench, Speicherstation, alles in diese Richtung. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Kapitel 5. Nice. Da finde ich den Medium HP Pack. Und zwar in der oberen, im oberen Areal des Schanz. Bevor ich die Gravitation wieder anmache. Okay, muss ich mir merken. Ha. So. Wo sprechen wir bitte? Dankeschön. Wenn wir das Kapitel geschafft haben, haben wir sogar schon wieder ein Drittel des Spiels geschafft. Das habe ich ja gesehen, hat 15 Kapitel. Gut, und deshalb, meine Damen und Herren, ich denke, ja, ich weiß, Sie sind manchmal vielleicht längere Videos von mir gewohnt, aber ganz ehrlich, manchmal passt es einfach wirklich von den Abschnitten her, zwischen den Speicherstationen, hier einen Abschnitt gemacht, dort einen Abschnitt gemacht, und wenn Sie zum Beispiel sich denken, wo hat denn der Typ das jetzt gefunden, oh, das möchte ich auch gerne wissen, dann haben Sie eine leichte Übersicht, wo man sich hier die Sachen hier holen kann. Und ja. Wenn Ihnen diese Ausgabe von Dead Space 2 gefallen hat, meine Damen und Herren, lassen Sie es mich bitte wissen. Ist vielleicht auch ein kleiner Ausgleich, weil die letzte Ausgabe wieder ein bisschen länger gewesen ist. Ne? Das ist für mich immer wieder so eine Haushalterei. Manchmal kürzer, manchmal länger, es kommt her. Manchmal nicht auf die Länge, sondern auf den Inhalt und wie man das umsetzt. Kann man in mehreren Situationen sehen. Ich rede schon wieder komisches Zeug, der Part muss beendet werden. Also, wenn er Ihnen gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung von Dead Space 2, E93 Turbo. I love the Nintendo. Tschüss. Das war jetzt ein bisschen komisch, weil ich ein bisschen durcheinander gekommen habe. Das kann halt auch mal sein. Nobody's perfect. Tschüssikowski.